Xavi Hernandez, Gerard Piqué und Sergio Ramos, Spaniens Fußballstars, haben sich im Streit um die künftige TV-Vermarktung hinter den Verband gestellt und mit Streik gedroht. Venta centralizada, sí. Eine zentrale Vermarktung? Gerne. Aber sie sollen die Finger von unseren Rechten lassen. Und schon gar nicht auf diese Weise. Derart überraschend und gegen alle spanischen Regeln. Vom Streik betroffen wären die beiden letzten Spieltage der Primera División und das Pokalfinale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao. Die Stars kritisieren das neue Gesetz vor allem wegen der ungleichen Verteilung der Fernsehgelder von 90-10 zwischen erster und zweiter Liga. Zudem fordert die Spielergewerkschaft eine Beteiligung von 1%. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Forderungen nicht verrückt sind. Absolut nicht. Es sind ganz simple Dinge, die man regeln kann. Zumindest hoffen wir das. Wenn nicht, dann müssen wir weitermachen. Der Ligaverband LFP hat bereits eine außerordentliche Mitgliederversammlung angekündigt, um eine Lösung für das Problem zu finden. Im Falle eines Streiks wäre die spanische Meisterschaft schon an diesem Wochenende entschieden.